Hallo? Hallo. 10 Tage haben wir einen Tesla gefahren und jetzt heute geben wir ihn ab. Aber bevor wir ihn abgeben, Geben wir euch einfach noch einen kleinen Überblick über diesen Tesla. genau, wir haben jetzt 10 Tage Erfahrung damit. Am Anfang war das eigentlich ziemlich ungewohnt. Ja, klar. Wir haben schon viele neue Autos gehabt, aber das war komplett ungewohnt. Es ist ganz anders, einen Tesla zu fahren und es hat einiges für sich, einiges gegen sich. Aber wir wollen euch das jetzt in diesem Video zeigen und gleich nach dem Intro geht's los. Wir fangen mal an mit dem Fahrgefühl über Sie. Oh, der fährt total leise. Ist eigentlich toll, ja. Super, ich bin eingestiegen, habe den ersten Kilometer gefahren damit und denke mir, das ist ja Wahnsinn. Kein Geräusch, kein Fahrgeräusch, der schwebt dahin. Man braucht nur einfach den Hebel auf D stellen und dann schwebt der ab. Also da muss kein Motor angelassen werden, nichts. Fahrgefühl eindeutig 100%. Super. Da hinzu kommt die Beschleunigung. Der Tesla hat an die 500 PS und ich habe mir sagen lassen, dass Elektrofahrzeuge so und so mehr besser beschleunigen, aber der geht so ab wie eine Rakete, dass die Ursi mir sogar geschimpft hat. Ja, weil plötzlich drückt der Helle aufs Gas und dann drückt es einem richtig in die Polster rein. Also, das habe ich bisher noch nicht so erlebt. Ja, also es ist wirklich, und ich habe nicht einmal 100% beschleunigt, weil sonst bin ich ja gleich bei 150 Stundenkilometer und hier sind ja strenge Geschwindigkeitsbegrenzungen. Also ich habe nicht alles gegeben und trotzdem war es der Wahnsinn. Das können wir auf jeden Fall mal sagen. Also Fahrgefühl ganz toll, ganz toll. Nicht Tesla-spezifisch, würde ich sagen, wissen wir nicht. Wir haben noch nie Nein. ein anderes Fahrzeug gefahren. Nein, das ist unser erstes Elektrofahrzeug. Also, Fahrgefühl auf jeden Fall super. So, dann die Bedienung. Für die Bedienung steht nur dieses Tablet zur Verfügung. Also, es sind hier noch zwei Knöpfe. Da kann man den Scheibenwischer anmachen und zwar nur, dass er einmal wischt, nicht mehr. Dann kann man den Blinker nach rechts und nach links setzen und dann kann man Lichthupe geben. Und hier kann man, also nur, das ist hier nur der Gangschalthebel und was jetzt der neue auch hat, das ist der Tempomat, da komme ich dann später noch dazu. Aber mehr geht hier nicht, dann sind da noch zwei Funktionsräder, da kann man die Lautstärke etwas lauter, leiser drehen und hat dann noch eine Zusatzfunktion. Aber das ist im Prinzip alles, was man bei einem anderen Fahrzeug, also sei es VW, BMW, Mercedes, mit einem Haufen Schaltknöpfen ist. Funktioniert hier nur mit dem Tablet, was wir euch gerade eingeblendet haben. Man muss sich an das Tablet gewöhnen, ja? Und man gewöhnt sich daran. Aber ich sage, nach 10 Tagen Tesla und vielen 100 Kilometern, es ist verkehrsmäßig ohne Beifahrer. Man ist viel abgelenkter, wenn man über das Tablet zum Beispiel die Lüftung oder sonstiges bedient, weil man immer genau treffen muss. Und in meinem BMW zum Beispiel, da weiß ich, wo welcher Schalter sitzt. Da drücke ich, ohne dass ich von der Fahrbahn wegschaue, auf den Schalter drauf. Und beim Tesla muss man immer ein bisschen suchen. Das ist kontraproduktiv. Produktiv. Ja, es ist Alles. halt auch sehr ablenkend dann. Ja, eben, das lenkt ziemlich ab. Wir möchten aber trotzdem auch zwei große Vorteile vom Tesla, bevor wir da ins Detail gehen, eingehen. Eingehen. Das eine ist einmal der Tempomat. Kannst du jetzt mal aufs Tablet nochmal. Warte. Das eine ist der Tempomat. Da geht man dahin. Autopilot. Ja, also. Und dann kann man hier einstellen: Autopilot-Funktion. Das heißt, das ist der Tempomat. Entweder man kann ihn als Lenkassistent Beta machen. Das habe ich gerade probiert. Und man kann den Tempomat auf Fahrgeschwindigkeit, also nach dem aktuellen Geschwindigkeitslimit einstellen, oder man kann ihn einstellen, dass er die von mir gewählte Geschwindigkeit hält. Ich habe es auf Geschwindigkeitslimit eingestellt, Abweichung fest mit 7 Kilometer. Man kann es aber auch als Prozentsatz einstellen, Weiche um maximal
7 oder 8% ab. Ja, das ist vielleicht sogar günstiger, weil bei 7 Kilometer, da fährt er dann bei 50 Stundenkilometer Lauf, fährt er 57 und bei 100 Stundenkilometer Lauf fährt er 107. Also ist vielleicht Prozentsatz Abweichung vielleicht sogar noch besser. Und dann auch die automatische Totwinkelkamera. Das heißt, ist, dass man dann hier beim Abbiegen, wenn man Blinker setzt, sieht man hier gleich, was sich da auf der Straße neben einem befindet. Und das Fahrzeug, was sich neben einem befindet, wird dann auch rot und wird gewarnt. Also, so weit, so gut. Der Tempomat funktioniert auch in der Regel ganz gut. Ich bin viele Strecken ganz allein, ohne Gas zu geben oder zu bremsen gefahren, hinter einem Fahrzeug hergefahren. Wenn es langsamer wurde, wurde mein Tempomat auch langsamer. Wenn es stillgestanden ist, ist das Fahrzeug auch stillgestanden. Wenn es angefahren ist, ist er wieder angefahren. Hat alles wunderbar funktioniert. Nur dreimal ist es mir passiert, dass ich mit 107 Stundenkilometer auf der Autobahn gefahren bin und auf einmal hat der Tesla das Gas weggenommen. Und wenn man bei einem Elektrofahrzeug das Gas wegnimmt, dann rollt es nicht im Leerlauf weiter, sondern dann bremst es, weil der Motor automatisch bremst. Und das ist natürlich verdammt gefährlich, wenn jemand knapp auffährt. Also ich habe, wenn ich den Bomatronen gehabt habe, immer verdammt Angst gehabt, dass jemand knapp auffährt und mir dann da hinten drauf rummelt. Deswegen war mein Fuß immer am Gaspedal für den Fall, dass wieder das Gas weggeht. Es war ohne ersichtlichen Grund. Also auch die Geschwindigkeitsbegrenzungen hat er nicht unbedingt erkannt. Das war wieder der Bomat dann schlussendlich in der Praxis mit dieser automatischen Geschwindigkeitserkennung funktioniert, haben wir nicht so ganz rausbekommen. Mhm. Es hat manchmal sehr gut funktioniert und manchmal weniger gut. Undurchsichtig. Ja. Also entwicklungsfähig, aber Ansatz ist sehr gut. Der Tempomat im Prinzip ist gut, aber wie gesagt, dass dreimal die Geschwindigkeit auf der Autobahn auf einmal weg war und ich fast bis zum Stillstand auf der Autobahn gestanden bin, wenn ich den gleich Gas gegeben hätte, das war natürlich überhaupt nicht lustig. Man muss also schon aufpassen. Ja, in Deutschland ist es schon gleich zweimal nicht lustig, wenn der Tempomat bei 180 drin ist und dann bleibt der das Auto. Ja, wer fährt schon 180, bitte? Oder bei 130. Aha, hört sich schon besser an, oder? Ja, 180 wäre mir nicht stimmt. Ja. Okay, dann haben wir das nächste ist abschließen und das Glasfach abschließen tut man mit dieser Karre, was eigentlich sehr umständlich ist, die ist jetzt da eingepackte Karre, weil es von Herz ein Fahrzeug ist und die muss man immer an die Seite hinhalten vom Rahmen zwischen Fahrertür und Beifahrertür. Man kann es auch so einstellen, dass es Fahrertür und hintere Tür. Hinter der Tür. Ja. Und man kann es aber auch so einstellen, dass es an der Beifahrertür und an der hinteren Beifahrertür dazwischen hingehalten werden kann. Was aber eigentlich blöd ist bei unseren mittlerweile schon etliche Jahre alten BMW. Da habe ich den Fahrzeugschlüssel in der Hand und lang dann an den Türgriff hin und die Tür geht auf. Und wenn sie zugeht, dann tippe ich einfach auf den Türgriff. Wesentlich besser gelöst. Aber ist auch eine Lösung, die okay ist und elegant ist. Was dann ein bisschen blöder ist, das ist hier. Das ist nämlich kein normales Dach, sondern ein Glasdach. Und da kann man nichts davor schieben. Man kann es nicht aufmachen und man kann aber auch nichts davor schieben. Und wenn die Sonne da drauf scheint, dann ist das knalle heiß, da kann man die Hand gar nicht hinhalten. Ist natürlich saublöd, weil sich das derartig erhitzt. Ja. Und was die Polster angeht, hat die Ossi da was zu sagen. Zu den Polster, ja, wenn das Auto also etwas länger in der Sonne steht und die Sonne scheint auf die Polster. Ich bin jetzt schon zweimal aus dem Auto rausgesprungen, weil ich gedacht habe, ich verbrenne mir mein Hinterteil. Ja, da musste man erst das Auto, Helle musste das Auto erst in den Schatten stellen. Damit es ein bisschen abkühlt und dann konnte ich wieder rein, weil das ist alles so Kunststoff. Also nicht das Hinterteil. Es ist kein Polster, sondern es ist Kunststoff. Ja, Schaupolster, Kunststoff, ja, kein Leder. Kein Leder, sondern auch noch Kunststoff. Und also ich denke, Stoff ist angenehmer. Ja. Ja, also da müsste Tesla nacharbeiten. Und ich muss auch sagen, von der Verarbeitung her ist es eigentlich in Ordnung, das Auto, aber. Aber also dieser Kunststoffpolster, das ist wirklich ein Ding und da oben das Glasdach ist auch ein No-Go. So, dann haben wir die Navigation und die kann man ganz leicht aufrufen. Die ist
inklusive, jetzt haben wir es hier bei den Einstellungen, dann gehen wir mal da wieder raus, da haben wir hier die Navigation, dann gebe ich hier Navigieren ein, dann kann man hier zum Beispiel, kann man hier alle Stationen suchen, die es im Umkreis gibt, und da kann man dann zu einer hinsteuern und sagt man dann, dann ist hier alles wunderbar gemacht, die ist auch gut, die wird auch mit Ansage, aber ich habe mich immer wieder verfahren. Und das liegt einmal, also meine DomDom-Navigation, die ich daheim benutze, die ist mir deutlich lieber, aber mit der verfahre ich mich auch oft durch. Ja. Nein, das muss schon sagen, weil die Abzweigungen dann manchmal, hier sind ja die Straßen 3 und 4 Straßen breit. Ja, teilweise haben einmal ja, 7 Spuren. Ja, aber ich meine, die jetzt in eine Fahrtrichtung. Ja. Und dann ist das hier so komisch eingezeichnet mit dem Abbieger. Und da weiß man nie genau, bin ich jetzt eigentlich auf der richtigen Spur oder so, hätte ich doch lieber schon rüberfahren sollen. Vielleicht ist das auch gewöhnungsbedürftig, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, wir haben uns halt ein paar Mal verfahren. Endliche musste Male. Man halt einen großen Bogen fahren, um wieder drauf zu kommen. Wir haben ja auch das Fahren genossen, so ist es, ja. Ja. Also die Navigation ist nicht schlecht, die ist gut, aber man muss sich dran gewöhnen. Wie ja wahrscheinlich an alles, was vielleicht wird. Vielleicht wird es ja auch demnächst einmal besser werden, aber... Sie Im ist, Moment ist noch. Man kann nicht meckern, es gibt schlechtere Navigation. Auf jeden Fall ist es sehr groß. Ja, das ist es. Mal schön auch groß auf dem Display. Überhaupt, das Ganze ist super. Ja, und der Vorteil an dem Display ist, man kann da sogar Video schauen, YouTube. Also es gibt dann keine Ausreden mehr. Ich bin nicht dazu gekommen, das Video zu schauen. Während der Ladevorgang startet, kann man ohne weiteres Ossi und Helle anschauen. Ja, zumal der Ladevorgang bei uns zwischen einer Stunde und anderthalb Stunden gedauert hat. Ja, da kommen wir aber dann später noch dazu. Also, so viel, das geht auch. Man kann aber auch, wenn man möchte, dann kann man auch Schach spielen da drauf, ja? Das brauchen wir jetzt nicht extra aufrufen. Nee, also da sind ein Haufen Spiele drauf. Ja, ihr glaubt uns auf jeden Fall. Unser Enkel war begeistert. Der war mehr als begeistert, ja. So, dann kommen wir mal zum Kühlen, Heizen und etc. Da haben wir hier die Temperaturanzeige. Und dann kann man hier die Kühlung, die Lüftung einstellen. Klimaanlage stellt man hier ein, ist ganz klar. Man kann den auch... eine Rundumlüftung machen, da wird dann alles. Die könnte ich gerade mal ein bisschen laufen lassen, weil das wird hier nämlich ganz schön langsam heiß in dem Auto. Ja. Und dann seht ihr hier den Luftstrom, den kann sich jeder für sich verändern. Wenn jemand sagt, ich möchte ihn nicht auf mich haben, dann kann man nach oben, man kann ihn nach unten, man kann ihn. Aber es ist eben alles manuell einstellbar und während der Fahrt ist es schon ein bisschen ablenkend. Wenn man das Auto mal gewohnt ist, ist es vielleicht besser. Mhm. Aber. Wir machen es jetzt mal ganz kühl, damit die Ursi das, damit wir dann ohne Ding durchhalten. Ja, es wird warm. Ja, also es ist Sitzheizung automatisch mit verbaut, es ist sogar Lenkradheizung dabei. Also im Prinzip kann man alles haben, aber man muss immer das Display auswählen, um hier irgendwas einzustellen. Das ist meines Erachtens ein bisschen das Handicap dabei. Das ist auch die Beleuchtung, den Scheibenwischer. Na gut, da kann man die Geschwindigkeit über das eine Rädchen verdrehen. Also es gibt da verschiedene Dinge. Da sieht man Service, Sicherheit, Navigation, Clips, das sind die vergangenen. Display, da kann man einstellen, wie das Display aussehen soll. Beleuchtung, Verriegelung, kann man also hier einiges ausstellen. Autopilot, aufladen. Pedale, Lenkung und dann hier kann man einige Fahrzeugdinge, also Spiegel einstellen, Aufnahmen von der Dashcam, das kann man alles regulieren und ist auch sicherlich hilfreich und toll, aber alles am Display und während der Fahrt ist es einfach schwierig, man muss also im Prinzip, wenn man verkehrssicher umgehen will mit dem Fahrzeug, muss man am Straßenrand fahren, das einstellen und dann weiterfahren. So. Ich glaube, wir machen das Gebläse aus, im Fall des weg im Ton eventuell. Ja, jetzt machen wir das Gebläse wieder aus. Mhm. Machen wir auf normale AC. So. Mhm. Ja, damit wir auf 3. So. Okay.
Okay, und dann lassen wir das wieder auf Fahrzeug. Ja. Wo waren wir bei Kühlen, Heizen? Verarbeitung, Sommer. Haben wir schon gesagt, die Verarbeitung ist eigentlich soweit ganz gut. Also ich kann jetzt nicht meckern, bis auf die heißen Sitze, wenn die Sonne drauf ja, scheint. Also uns wurde jetzt gesagt, dass die Spaltmaße nicht hundertprozentig sind, wie jetzt bei Mercedes oder bei BMW. Was sind Spaltmaße? Spaltmaße, das heißt, das ist der Unterschied zwischen Rahmen und Tür. Der ist manchmal 3 mm, manchmal ist er 5 mm. Also das ist nicht 100% BMW oder Rolls-Royce gerecht. Aber damit kann man legen, das ist ein Fahrzeug der Massenproduktion und ich würde mal sagen, in sicherlich einem sehr, sehr akzeptablen Preis-Leistungs-Verhältnis. Und dass das dann nicht gefertigt ist wie ein Fahrzeug, wie ein Mercedes aus der S-Klasse, das ist ja wohl eigentlich ganz selbstverständlich. So, aber im Prinzip, wir haben keine Probleme, was die Verarbeitung angeht. Das Fahrzeug hat jetzt 40.000 Kilometer gelaufen. Und wir haben da keine Probleme mit, es hat nichts geklappert und alles einmal frei funktioniert. Hab nichts bemerkt. So, also das Kühlen und das Heizen bei Elektro. Das ist natürlich der große Unterschied. Wenn ich heute ein Diesel- oder benzinbetriebenes Fahrzeug habe, dann kommt die Heizung, also die Wärme vom Motor her, die wird dann nur ins Fahrzeug geleitet. Beim Kühlen, da ist ein Kompressor eingeschaltet, der auch mit dem Motorlauf mitbetrieben wird, also relativ im Verhältnis wenig Energie benötigt. Anders beim Elektrofahrzeug. Da muss alles elektrisch beheizt und gekühlt werden. Und das geht ganz enorm auf die Kilometer. Man muss so und so, dieses Fahrzeug, in dem wir jetzt sind, das hat 500 Kilometer ungefähr, 520 Kilometer Laufleistung, wenn es hundertprozentig voll gefüllt ist. Und die schafft es aber nie, wenn man Heizung oder Kühlung mit eingeschaltet hat. Also die schafft sie vielleicht bei 90 Stundenkilometer, aber sobald man also gewisse Geschwindigkeit erreicht, dann wird es auch weniger, was man hier an Leistung bekommt. Ein anderer Vorteil ist allerdings, als Stadtauto ist es sehr geeignet, denn in der Stadt braucht es, wer da der Diesel oder der Benziner wesentlich mehr Treibstoff verbraucht, verbraucht dieses Fahrzeug im Stadtverkehr weniger Energie, als wenn es auf der Autobahn mit 110 Stundenkilometer gefahren wird. Also hat alles seine Vor- und Nachteile. In dem Fall sind es jetzt Vorteile. Kühlen, Heizen haben wir gesagt. Dann Laden und Preis. Also. So, dann kommen wir jetzt zum Laden. Wir haben von Herz vorgegeben bekommen, nur beim Supercharger zu laden. Es gibt ja verschiedene Lademöglichkeiten. Das funktionieren natürlich auch andere Lademöglichkeiten. Wir haben auch bei unserem Sohn vom Haus geladen. Aber beim Supercharger konnten wir nur deswegen laden, weil wir ja keine Karte haben, um hier irgendwo Mitglied oder autorisiert zu sein, andere Zollen abzuzapfen. Das muss ja irgendwie abgerechnet werden. Und dafür ist man irgendwo Mitglied bei der BB Baden-Württemberg also oder sowas. Ja, aber es gibt da auch eine neutrale App, wo man überall tanken kann. Aber, ja, wir haben sie nicht, sondern nur von Tesla diese Karte bekommen für die Supercharger. Überhaupt keine Karte. Nein, das ist automatisch mit unserem Fahrzeug verknüpft. So, und deswegen sind wir nur zum Supercharger gefahren und können das auch deswegen berichten. Die sind eigentlich in Calgary ganz gut verteilt. Einer ist hier 10 Kilometer ungefähr entfernt, aber der macht das letzte Woche auf. Pech. Pech für uns. Der nächste war dann 40 Kilometer entfernt und da sind wir dann auch zweimal hingefahren. Da waren dann teilweise bis zu 4 Autos in der Warteschlange gestanden, da musste man halt warten. Und der Ladevorgang an sich ging dann zwischen 40 Minuten und einer Stunde und 5 Minuten. Ja, je nachdem, wie viel man natürlich Strom braucht. Ja, richtig, weil da geht schon ordentlich was rein. Über Nacht haben wir auch dran hängen gehabt, da hat er ungefähr so 90 Kilometer reingeblasen. Ja, aber das war ja nicht an dem Supercharger, nein, sondern... Das war hier am Haus, ja. Genau. Also eine ganz normale Leitung. Also Energie braucht er und das Laden, das dauert seine Zeit. Man braucht also die entsprechende Gelassenheit. Und wenn man jetzt sagt, dann geht man halt einkaufen und kommt dann nach eineinhalb Stunden zurück, das geht nicht. Denn für jede Minute, wo man angeschlossen ist und keine Energie zapft, zahlt man $1 pro Minute. Also das wäre ein teurer Einkauf. Aber man kann dazwischen schon einkaufen gehen, man muss halt schauen, dass man wieder pünktlich zurück ist. Ja, wir sind einmal Burger essen gegangen, da haben wir uns dann einen Timer gestellt und es hat dann tatsächlich geklappt, wie wir dann gemütlich gegessen hatten, sind wir zurückgekommen. Und das Fahrzeug war geladen. Also das geht also schon, natürlich auch. Aber
man muss das schon organisieren. Und 500 Kilometer ist nicht die Welt, zumal die 500 Kilometer in Wirklichkeit ja nie erreicht werden, weil man einfach durch Heizen und durch Kühlen und auch durch schneller Fahren als 90 Stundenkilometer immer wieder mehr Energie verbraucht, als es eigentlich anzeigt. So, zum Preis vom Laden. Also hier kostet ungefähr die Kilowattstunde im Privathaushalt zwischen 6 und 12 Cent. Der Supercharger hat uns 47 Cent abgenommen pro Kilowattstunde. Das heißt also, die Preise sind hier auch ganz schön hoch. Wenn ich die 500 Kilometer mit einem Dieselfahrzeug gefahren wäre, dann wäre ich mit Sicherheit nicht teurer gekommen. Aber Sinn und Zweck eines Elektrofahrzeugs ist ja auch, dass man hauptsächlich von der Homebase, also von zu Hause aus, losfährt. Und da kann man natürlich dann schon günstiger laden, als es ein Benziner- oder Dieselfahrzeug gibt. So, und jetzt unser ganzes Fazit ist einfach, das war ein super Erlebnis, mit Tesla zu fahren, Ossi, für dich auch. Ja klar, war mal was total anderes. Und ich bin froh, dass wir den Tesla gewählt haben als Leihfahrzeug. Es war wirklich eine Bereicherung im Urlaub, einmal 10 Tage lang einen Tesla zu fahren. Mhm. Und jetzt stellt sich die Frage, steigen wir um? Irgendwann auf jeden Fall. Genau, wir steigen um. Ja, aber also unser nächstes privater PKW wird definitiv ein Stromer sein. Welche Marke oder wie auch immer, das steht natürlich noch in den Sternen. Aber so wird es sein, dass wir einen Stromer uns kaufen. Wir haben im Moment noch einen gut funktionierenden BMW, der jetzt wieder repariert ist. Ja. Und wir haben auch einen freundlichen BMW-Händler, zu dem man auch immer wieder kann hinfahren. Und insoweit fahren wir erstmal noch unseren BMW. Und danach werden wir uns umschauen. Da werden wir natürlich den Tesla ins Auge fassen, weil der sicherlich sich auch weiterentwickeln wird. Und wir werden uns aber auch bei anderen Marken kundig machen und Probe fahren, denn auch andere Autobauer haben schöne Fahrzeuge. Genau, und da sind wir total offen. Magst du ein Schlussfazit zu geben, Ossi? Ich soll ein Schlussfazit geben, okay, aber du warst ja der Fahrer. Ja, ich gebe dann auch nur eins. Ah, okay. Also aus meiner Sicht ist es ein bequemes Auto, bis auf die heißen Sitze jetzt hier im Sommer. Aber das ist ja individuell. Und es war ein sehr ruhiges Fahren, sehr leise zum Fahren. Und ja, wir sind überall hinkommen. Also mein Fazit ist, es ist ein super, super geiles Auto. Und wenn ich nicht wüsste, dass sich die nächsten 3 Jahre sicherlich weiterhin etwas positiv entwickelt, dann würde ich da mir den Wunsch schon mehr äußern. Es sind einige Sachen, die noch ein wenig verbessert werden müssen und die auch sicherlich verbessert werden. Aber es ist ein ganz, ganz tolles Gefühl gewesen. Auch die Sicherheit mit dem toten Winkel, dass das hier mit Bildschirm angezeigt wird mit den Kameras. Allerdings, was mir ein bisschen zu denken macht, alles wird elektrisch gemacht, sogar die Tür wird elektrisch verriegelt oder entriegelt. Ja. Also man kann hier nicht manuell die Tür aufdrücken, sondern muss man vorher einen Knopf betätigen, der auch wieder mit der Elektrik verbunden ist. Das alles macht mir auch ein bisschen Bedenken, dass dann, wenn mal die Elektronik rausfällt, wie dann die Notsysteme funktionieren. Frage. Ja. Also nicht alles ist Gold, was glänzt. Auf jeden Fall, für mich war es Gold, den Tesla zu fahren. Ja, genau. Und alles hat wie immer seine 2 Seiten. Und muss überlegt werden. Und jeder hat seine eigene Meinung. Wir haben euch unsere Meinung gesagt. Was ihr euch für eine Meinung bildet, das ist dann eure Sache. Ja, und ich glaube, jetzt ist genug gelabert. Wir haben nicht gelabert. Haben wir gelabert? Nein, wir haben geschwätzt. Okay. Also, es sind ja Dinge genug gesagt. Ja. Nun müssen Taten folgen. Also, schreibt uns eure Meinung rein, wenn ihr Tesla-Fahrer seid oder Elektrofahrer, schreibt es uns rein, das interessiert uns. Ja, schreibt euch rein. Oder wenn ihr Fragen noch Nachfragen habt, dann könnt ihr uns gerne damit konfrontieren. Schreibt es in die Kommentare, wir würden uns darüber freuen. Und ansonsten verabschieden wir uns jetzt mehr oder weniger aus Calgary. Wir fahren jetzt zum Flughafen, geben den Tesla ab und dann schauen wir, dass wir das Flugzeug doch erwischen und kommen zu euch zurück. Ja, genau. Also, dann macht's mal gut. Tschüss! Tschüss!